experimentierfreudige Rockmusiker wie zum Beispiel Pink Floyd führten neue technische und künstlerische Mittel ein. Mit Klangverfremdungen, Soundeffekten und Improvisationen wollte der sogenannte Psychedelic Rock die Sinneswahrnehmung beeinflussen. Um diesen musikalischen Trip zu verstärken, wurden erstmals riesige Lightshows mit Film- und Dia-Einblendungen gekoppelt. Dieser psychedelische Rock, der die Grenzen der Psyche ausloten wollte, entdeckte auch andere Kunstbereiche wie Theater und Malerei. Die sogenannte Multimedia Pop Art wurde geboren, eine schillernde Mixtur aus Musik, Happening und Theater.